In diesem Video zeige ich Ihnen, wie einfach die Umstellung von einem Speedport W724 auf ein Speedport Hybrid im Rahmen eines Tarifwechsels von DSL auf Hybrid funktioniert. Mit Telekom Hybrid erhalten Sie eine innovative Lösung mit Bündelung von DSL oder VDSL in Verbindung mit LTE über Funk. Die Tarife kosten exakt das gleiche wie die reinen DSL oder VDSL Tarife. Sie brauchen lediglich dann diesen Telekom Hybrid Router. Und wie gesagt, Vorteil, es gibt keine Drosselung und Sie nutzen einfach die Bandbreite von Festnetz und Funk kombiniert, damit einfach schnelleres Surfen ermöglicht wird. Die Umstellung ist relativ einfach. Sie entscheiden sich für einen neuen Tarif. Wir beraten Sie auf unserer Website oder auch telefonisch gern, welcher Tarif am besten für Ihre Bedürfnisse passt und ob dieser an Ihrer Anschrift verfügbar ist. Wenn Sie einen Telekom-Hybrid-Tarif beauftragt haben, dann erhalten Sie kurz vor der Anschlussschaltung die notwendigen Endgeräte und Unterlagen. Zum einen natürlich den Router selbst, den erhalten Sie als Kaufgerät oder wie von uns empfohlen als Endgeräte-Service-Paket zur Miete mit Rundum-Service. Und ebenfalls dabei sind die Einrichtungsunterlagen, um den Hybridanschluss in Betrieb zu nehmen. In dem Fall unter anderem die Anleitung, Schritt für Schritt, wie Sie den Router in Betrieb nehmen. Und zum anderen die SIM-Karte, die notwendig ist, um das LTE über das Telekom-Mobilfunknetz mit dem DSL-Anschluss zu bündeln. Und das ist dann auch der erste Schritt der Einrichtung, die SIM-Karte in den Hybrid-Router einzubauen. So, entfernen Sie jetzt hier einmal die SIM-Kartenträger von dem Brief. Und dann ist es wichtig, hier diese kleine SIM-Karte vorsichtig herauszubrechen. Also in dem Fall hier die Micro-SIM, also die kleinste Größe aus der Karte. Und diese setze ich jetzt hier auf der Rückseite, gibt es unten diesen Punkt SIM-Karte und dort ist auch ein kleines Symbol drin, worin die Karte eingesetzt werden muss. Und das muss man dann so weit reinschieben, bis es einmal kurz klack macht und die Karte von alleine hält. Und dann kann ich hier diesen Deckel wieder zumachen. So, ich habe hier an meinem Teststandort noch einen Speedport W724V am Telekom-IP-Anschluss. Und das möchte ich jetzt gegen Hybrid austauschen, um mehr Geschwindigkeit zu erhalten. Zunächst trenne ich hier das Netzkabel vom alten Router. Das hier ist die Verbindung zum Telefonanschluss. In dem Fall hier bei uns eine Hausverkabelung, da ja ein etwas anderes Kabel als bei der Lieferung beilag. Wichtig ist, wenn Sie noch einen Splitter in Betrieb haben, dieser Splitter muss komplett entfernt werden. Der Anschluss des neuen Routers erfolgt ausschließlich über dieses Kabel, also von der Telefondose zum Speedport Hybrid. 10 Meter Anschlusskabel ohne Splitter. Hier entferne ich noch dann meine Smart Home Box und meinen Entertain Media Receiver und kann diesen alten Router beiseite stellen. Habe hier meinen Speedport Hybrid Router. Der braucht ein neues Netzteil, was ich hier liegen habe. Das alte muss ich noch komplett entfernen. Zunächst schließe ich auch hier wieder alle Kabel an, in dem Fall die Verbindung zur Telefondose, meine Smart Home Box und den Entertain Media Receiver und verbinde das Gerät jetzt mit dem Strom. Und danach bootet sich das Gerät und bucht sich ins DSL und ins LTE-Netz ein. Dieser Vorgang dauert einen Moment, er macht noch verschiedene Firmware-Updates und so weiter. Also jetzt einfach einen Moment Geduld haben, bis die erste Einrichtung abgeschlossen ist. Das Gerät stellt jetzt die Verbindung zum DSL-Netz her. So, die LTE-Verbindung ist jetzt auch hergestellt. Ich habe also hier einen optimalen Empfang in der Nähe des Fensters mit 4 Balken. Da kann ich nachher nochmal schauen, ob ich noch einen besseren Standort finde. Aber bei 4 Balken ist das eigentlich schon optimaler Empfang. Der ist jetzt ein bisschen runtergegangen. Also wie gesagt, das kann man dann, wenn das Gerät gebootet ist, dann nochmal austesten. So, um den Speedport Hybrid final einzurichten, gehe ich im Browser auf speedport.ip, gebe jetzt das Gerätepasswort ein, was sich unten auf der Unterseite des Routers befindet und sage jetzt einmal einloggen und jetzt kann ich hier über meine Zugangsdaten eingeben, die ich separat per Brief habe oder wenn ich schon Telekom-Kunde war, dann natürlich die vorhandenen Daten eingeben. So, nachdem ich jetzt die Zugangsdaten eingegeben habe, habe ich auf Weiter geklickt und jetzt erfolgt die Verbindung zum Telekom-Server und die weitere Einrichtung des Speedport Hybrid.
So, Internet und Telefonie sind jetzt fertig eingerichtet. Im nächsten Schritt kann ich jetzt meinen WLAN-Namen und den WLAN-Schlüssel ändern. Das habe ich jetzt hier schon einmal gemacht. In diesem Schritt kann ich jetzt zum einen Telefone verbinden, also Schnurlostelefone am Speedport-Gerät anmelden. Natürlich kann ich auch direkt analoge Telefone hinten am Speedport anschließen. Und ich kann hier auch die Rufnummern zuweisen, also welches Telefon auf welche meiner Rufnummern des IP-Anschlusses klingeln soll. In dem Fall überspringe ich den Schritt jetzt. Jetzt kommen wir zum Punkt LTE-Signalstärke. Das wäre jetzt der Punkt, wo ich sagen könnte, ich versuche nochmal den Standort zu optimieren. Also hier scheint es jetzt nicht optimal zu sein, jetzt haben wir nur noch zwei Balken. Das könnte ich jetzt ändern oder auch dann später zu jedem anderen Zeitpunkt nochmal zu gucken, wo stelle ich das Gerät auf, im Idealfall in der Fensterbank und möglichst hoch auch im Haus. Wir müssen halt gucken, wie es von der Telefonverkabelung her mit dem Anschluss zum TRE, zur TRE-Dose funktioniert. Jetzt einmal weiter und damit ist die Konfiguration final abgeschlossen und ich sehe hier Internet, Telefonie, Heimnetzwerk, alles fertig. So, um den Unterschied zwischen rein DSL und Hybrid einmal vorzuführen, habe ich jetzt hier im Speedport, wie man an den Lampen die aussieht und hier im Menü sieht, mal auf den nur DSL-Modus geschaltet, also das LTE ist jetzt deaktiviert. Ich mache jetzt hier einmal einen Speedtest, um zu sehen, wie viel ich rein über meinen DSL-Anschluss hier an meinem Standort erreichen kann. Man sieht hier, es ist kein optimaler Ausbau, also kein VDSL verfügbar, sondern nur mal normales DSL mit knapp 13 Mbit pro Sekunde Downstream. Und der Upstream, der als nächstes gemessen wird, der liegt hier an dem Standort etwa bei 1 bis 2 Mbit, ja, knapp unter 2. Das ist also normal, der ist eher 16.000er Anschluss, da sind die Werte durchaus akzeptabel. Und mir ging es ja jetzt darum, diesen Hybrid-Turbo zu erreichen mit LTE. Dazu schalte ich jetzt das LTE wieder einmal ein an dem Router. So, ich habe das LTE jetzt hier wieder aktiviert im Router im Menü. Man sieht es hier mit 3 Balken empfangen, also der Standort ist nicht optimal, aber für unseren Zweck jetzt erstmal ausreichend. Man sieht es auch hier im Router-Menü DSL und LTE aktiv. Und ich mache jetzt hier den Speedtest erneut. Und wie gesagt, den Standort, den kann man natürlich ausprobieren, möglichst nah am Fenster und je nachdem, wie man das Gerät halt stellt, dass der Empfang im Idealfall 3 bis 5 Balken hat. Man könnte theoretisch auch mit einer LTE-Außenantenne arbeiten. Wir sehen, eben hatten wir nur 13 Mbit und beim S-Tarif, den wir haben, kommen nochmal bis zu 16 Mbit per LTE oben drauf. In dem Fall sind es etwa 14 Mbit, die per LTE zugeschaltet werden, sodass ich in Summe dann halt fast 27 statt vorher 13 Mbit erreiche. Und auch beim Upload, wo ich vorhin etwa 2 Mbit hatte, habe ich fast eine Verdopplung auf bis zu knapp 4 Mbit. Also auch da eine deutliche Steigerung durch den Hybrid-Power der Telekom. Und das Ganze letztlich ohne Mehrkosten, außer der Router, der dann etwas teurer ist. Ja, alles in allem eine relativ unkomplizierte Umstellung von einem normalen DSL-Anschluss auf Telekom Hybrid. Einfach Tarifwechsel beauftragen, wir beraten Sie gern auf unserer Webseite oder rufen Sie uns an.